Stepanakert. Die ehemalige Hauptstadt Bergkarabachs ist eine Geisterstadt. Wir fahren in einem Konvoi, begleitet von der aserbaidschanischen Polizei, durch den Ort. Am Straßenrand ausgeschlachtete Autos, die Häuser verlassen. Ein ausgebleichtes Plakat von Wladimir Putin, wie ein Symbol, dass die einstige Schutzmacht die Bewohner nicht gerettet hat. Wir wüssten gerne, ob noch Armenier in der Stadt sind und wenn ja, wie es ihnen geht. Aber aussteigen dürfen wir nicht. Die aserbaidschanischen Behörden haben andere Pläne mit uns. Also was hier jetzt passiert ist, ein Pressetermin im Areal, wo bis vor 12, 13 Tagen noch Armenier waren. Und dann zeigt man sozusagen nicht Stepanakert, Rankendi als erstes die Stadt, sondern man hat uns jetzt hier aufs Land gefahren, an den ehemaligen Flughafen, und zeigt uns eine Hanfplantage. Der Grund dieses Termins wird schnell klar. Die aserbaidschanischen Behörden wollen uns beweisen, dass die Armenier mit Drogen gehandelt haben, dass hier Kriminelle die Kontrolle hatten. Aserbaidschan, so die Botschaft, hat hier wieder für Recht und Ordnung gesorgt. Wir wollen wissen, wie die Situation für die Menschen ist, die noch in Stepanakert sind. Wir hören, ein paar Armenier befinden sich noch in Stepanakert. Was hören Sie denn darüber? Ich kann das nicht kommentieren. Ich war noch nicht dort. Meine Hauptaufgabe liegt hier. Ortswechsel auf die andere Seite der Grenze. Sie war bis vor wenigen Tagen noch in Stepanakert. Als eine der letzten flieht Christine Balayan mit ihrem Mann nach Armenien. Unser Team in Erivan trifft die 45-Jährige, die bei Verwandten untergekommen ist. 34 Jahre hat sie in Stepanakert gewohnt. Diese Kiste ist das Einzige, was sie aus ihrem alten Leben mitnehmen konnte. Am meisten schmerzt mich, den Friedhof zurückzulassen. Es gibt nichts Schlimmeres als das. Es ist für mich nicht einfach ein Friedhof. Dort liegt mein Vater, der dieses Land befreit hat, und zwar für mich. In den letzten Tagen, erzählt Christine, seien die Armenier aus den umliegenden Dörfern nach Stepanakert geflohen und hätten auf dem Hauptplatz der Stadt geschlafen. Es waren chaotische Zustände, alle hatten Angst vor den Aserbaidschanern. Sie fahren durch deine Nachbarschaft, schauen dich an und grinsen, reiben sich die Hände. Sie meinen, jetzt sind wir hier, die echten Besitzer, und wir werden sagen, wie es weitergeht. Wie soll man so leben? Aserbaidschan hat mittlerweile eine UN-Mission nach Stepanakert gelassen, die keine Informationen über Gewalt an Zivilisten gefunden hat. Doch an dem Bericht gibt es massive Kritik, weil die UN erst nach der Massenflucht nach Bergkarabach gelassen wurde. Präsident Ilham Aliyev strotzt derweil vor Selbstbewusstsein. Unter seiner Führung hat Aserbaidschan ganz Bergkarabach zurückerobert und damit ein nationales Trauma bewältigt. In Bergkarabach führt uns das aserbaidschanische Militär in eine unzugängliche Gegend. Bis vor zwei Wochen war hier noch Krieg. Unser Ziel, ein Bunker, den die Streitkräfte zurückerobert haben. Die Offiziere machen uns klar, keine Interviews. Und gefilmt werden wollen sie auch nicht. Im Bunker Verwüstung. Die Luft ist stickig und feucht. Es riecht nach Exkrementen. Das aserbaidschanische Militär beobachtet jeden unserer Schritte ganz genau. Man sieht auch, während Sie uns hier diesen Bunker zeigen, filmen Sie uns mit dem Handy. Das Filmen wirkt wie ein Einschüchterungsversuch. Was Sie mit dem Material danach machen, wissen wir nicht. Nicht weit vom Bunker entfernt präsentiert man der internationalen Presse einen ehemaligen armenischen Aussichtsposten. Der Unterstand, der Schützengraben, alles wirkt wie eine Filmkulisse. Also relativ gut sichtbar hier am Wegesrand platziert ein armenisches Armeetagebuch mit Einträgen. Ich kann das leider nicht lesen, das ist auf Armenisch. Man kann nur sehen, der letzte Eintrag ist vom 28.08.2023 und danach hören die Einträge auf. In Bergkarabach herrscht eine gespenstische Stimmung. Vor allem auf dem Latschin-Korridor, über den vor wenigen Tagen über 100.000 Armenier ihre Heimat verlassen haben. Von ihrer dramatischen Flucht erzählen uns nur die Dinge, die sie unterwegs zurückgelassen haben. Dauerpräsent ist das Militär und die Polizei. In der bergigen Gegend verlieren wir unsere Kolonne. Plötzlich macht unser Auto nicht mehr mit. Wir müssen auf ein Taxi umsteigen und treffen auf den aserbaidschanischen Fahrer Mail Bayramov.
Er ist vor 3 Monaten aus Baku in das 2020 zurückeroberte Latschin zurückgekehrt. Er lädt uns zu sich nach Hause ein. Seine Frau Besira bereitet gerade Gebäck vor. Vor 30 Jahren seien sie von hier vertrieben worden, von den Armeniern. Ihr Haus wurde zerstört, die Wut auf sie ist groß, immer noch. Wir konnten nichts mitnehmen, nur unser Kind und ein bisschen Kleidung. Kleidung? Nur Kleidung. Keine Tische, keine Stühle, keine Möbel, nichts. Wir fragen sie, ob sie die riesigen Flüchtlingstrecks vor ein paar Tagen gesehen haben, nicht weit von ihrem Haus. Und ob sie Mitleid haben mit den Armeniern, die jetzt, wie sie damals, ihre Heimat verloren haben. Nein, nein, das ist nicht vergleichbar mit uns. Wir wurden damals aus unseren Häusern rausgeworfen. Sie haben unsere Häuser beschlagnahmt. Wir haben sie nicht rausgeschmissen. Sie konnten bequem in Autos fahren und wir haben sie auch noch mit Wasser und Essen versorgt. Besira und Mail Bayramov können sich ein Zusammenleben mit Armeniern nicht vorstellen, sagen sie uns. Eigentlich eint die Armenier und Aserbaidschaner das gleiche Schicksal von Flucht und Vertreibung. Doch der Konflikt kommt nicht zur Ruhe. Zu unversöhnlich stehen sich die beiden Völker gegenüber. Zu groß ist der gegenseitige Hass. In der verlassenen ehemaligen Hauptstadt Bergkarabachs, in Stepanakert, steht schon jetzt ein Schild mit dem aserbaidschanischen Namen. Hier heißt die Stadt nun ganz offiziell Khankendi.